Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge SpongeBob. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben die letzte Folge hier beendet. Wundert euch bitte nicht, falls das mit den glänzenden Objekten oder so manchmal von Folge zu Folge etwas unterschiedlich ist. Also wahrscheinlich, dass ich einfach ein paar mehr habe. Denn mit den Speicherständen, das funktioniert leider nicht mehr ganz so gut wie am Anfang. Also ich hatte letzte Folge hier gespeichert, habe jetzt gerade eben geladen, bin aber da unten rausgekommen und musste nochmal gegen den Cowboy-Roboter kämpfen. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir dann die gleiche Anzahl wieder an glänzenden Objekten haben oder mehr oder weniger. Also nicht wundern, falls das nicht hundertprozentig passt. War in der letzten Folge auch schon so, da war der Speicherstand auch wo ganz anders, als ich gespeichert habe. Also wieder ein Stück weiter vor von der Zeit her und da musste ich nochmal ein kleines Stückchen nachspielen. Naja, was soll's. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und dann können wir hier auch gleich schon weitermachen. Ich sehe gerade, hier hinten ist so ein Angelhaken. Aber das ist mir ein bisschen weit weg, um darüber zu springen. Oder? Vielleicht wenn wir von hier springen? Eine Socke wird es geben. Wollen wir es mal probieren? Aber die Socke habe ich bekommen. Nein, habe ich auch nicht gekriegt. Okay. Soll anscheinend nicht von hier gemacht werden. Na gut. Den habe ich verstanden. Dann gucken wir mal. Wir sind hier in der letzten Folge angekommen. Das ist die Höhle von Meerjungfraumann und Blaubarschbube. Und die Roboter haben die Sicherheitsanlage. Jetzt lebt er auch wieder. Oh Mist. Ja, die haben die Sicherheitsanlage unter Kontrolle genommen. Treffen wir den von hier? Ha! Witzig. Und jetzt fliegt er wieder hoch. Ach komm, wir bringen den nochmal um, würde ich sagen. Ich fand den irgendwie witzig. Und gerade mit dem Blasenbowling können wir es uns ja ganz einfach machen. Und dann ist der nochmal hier oben gelandet. Zack, da haben wir es. Für die glänzenden Objekte, die er uns überlässt, können wir das schon mal machen. Wir haben ein Schild. Wir gucken mal. Diese Schaufelräder kannst du durch Blasenbowling in Bewegung setzen. Bowle gegen eine Seite dieser Schaufel, damit es dich dreht. Okay. Hallo? Andere Seite, oder? Ah, okay. Andersrum? Ah, alles klar. Dann kriegen wir hier so einen Weg, den wir betreten können. Was haben wir da drüben? Müssen wir wahrscheinlich auch dagegen bowlen, wenn wir hier so einen Pin haben. Okay, alles klar. Brauchen wir uns das Schild nicht erst durchlesen. So schlau waren wir dann doch, um uns das selber zu erschließen. Nein, nein! Ah. Verprügelt er mich hier mit seinem Serrano? Kann ja wohl nicht sein. Goldener Pfannwender. Nummer 31, sehr gut. So kann es doch weitergehen. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Wir kommen hier raus. Wo kommen wir denn hin? Hauptkammer der Heldenhöhle. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich würde sagen, wir gucken erstmal noch dahinter, bevor wir jetzt in die Hauptkammer gehen. Sind wir aus der Hauptkammer gekommen? Eigentlich nicht, ne? Wir haben doch bis jetzt noch keinen Raum gewechselt. Wir sind von hier unten. Ach nee, von hier sind wir ja gekommen. Also müssen wir doch da lang. Stimmt, da hinten war Meerjungfraumann Blaubarschbube und die haben gesagt, im nächsten Raum ist das. Alles klar, also müssen wir zur Hauptkammer. Allerdings hätte ich ganz gerne das Teil hier noch. Aber ich weiß nicht, wie ich es erreichen soll. Das anbohlen? Nee, ne? Der nimmt halt leider die Socke nicht. Wenn wir da einfach reinspringen. Sonst hätte ich gesagt, wir holen die so. Ich möchte sie aber auch nicht liegen lassen. Es ist ja aber bloß SpongeBob, der bowlen kann. Bowlen sage ich schon, Bungee jumpen kann. Sonst hätte ich gesagt, wir wechseln mal zu Sandy. Die wird es mit dem Lasso bestimmt schaffen, darüber zu kommen. Naja gut, wir gucken mal. Eventuell kommt es ja später noch, wenn wir jetzt die Haupthöhle betreten. Vielleicht wird uns da ja noch etwas hingelegt zum Freischalten. Was haben wir denn da unten? Das sieht doch fast so aus, als könnten wir mit SpongeBob dort lang bowlen. Also wenn er sich selber zur Kugel macht. Wir gehen mal runter. Wir haben ja nichts zu verlieren. Aber das würde ich schon ganz gerne noch sehen. Nö. Achso doch, wir können bestimmt bowlen. Also nicht selber, sondern mit Seifenblase. Ah, okay. Das ist natürlich relativ cool. Hat uns bloß nicht wirklich viel gebracht. Ich dachte wenigstens eine kleine Socke versteckt. Aber nein. War nicht drin. Ganz im Gegenteil. Jetzt müssen wir hier nochmal gegen die ganzen Gegner kämpfen. Das ist eigentlich nicht so toll. Naja. Wir machen mal weiter. Dann laufen wir jetzt erstmal zur Haupthöhle. Ich verstehe nicht ganz, was das mit dem Bungee-Jumpen hier hinten auf sich hat.
Ich hätte jetzt natürlich nochmal versuchen können zu springen, aber es soll ja wahrscheinlich auch Sinn und Zweck ergeben. Vielleicht können wir das Ding noch weiter drehen. Okay, alles klar. Hat mal wieder eine Sekunde länger gedauert bei mir, aber das seid ihr ja schon gewohnt. Aber zumindest habe ich es noch rausgefunden. Und einmal hier rüber. Jawohl. Ultimative Randalier-Erlebnis. Mann, Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Das denke ich aber auch. Wie viele Socken der verloren hat. Das ist der Wahnsinn. Okay, jetzt müssen wir andersrum drehen. Hey. Und einmal noch. Braucht dann immer erstmal eine Sekunde, bevor man es wieder aktivieren kann. 31 Pfannenwender, fast 18.000 glänzende Objekte und dazu noch 19 Socken. Was sollen wir denn da unten sammeln? 0 von 4. Sieht eigentlich aus wie die Dinger hier. Wir lesen es vielleicht doch mal. Nö, steht nur drauf, dass wir mit dem Blasenbowling das aktivieren können. Na gut. Wir haben hier noch eins. Ein unsichtbares Bootmobil. Hä? Aber was bringt's mir? Wir wissen, was ich damit machen kann. Es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Das riecht nach... Okay, es wird anscheinend nur angezeigt. Naja, gut. Schade, ich wäre gerne eine Runde damit rumgefahren, aber SpongeBob, ihr wisst ja, Fahrtkünste. Eher nicht so gut, wenn die Mrs. Puff das sieht, dann zieht die den Prüfauftrag zurück, dass wir überhaupt noch Fahrschule machen dürfen. Das wollen wir natürlich nicht. Wir gehen in die Hauptkammer und schauen mal dort, ob wir die Sicherheitsanlage wieder unter Kontrolle bringen können. Geheime Festung der faltigen Superhelden, Meerjungfrau Mann und Blaubarschbube. Thaddäus, ich freue mich ja so, dich zu sehen. Und das ist nicht die Art Freude, die man vorne in den Knien, sondern die Art, die man hinten in den Ellbogen spürt. Du glaubst mir nie, was passiert ist. Ja, ja, das Rentner-Du hat es mir erzählt. Diese zwei alten Säcke haben mich schon reingeschickt, damit ich mir ihren Heldenhöhlencomputer ansehe. Aber da du jetzt hier bist, lass ich dich das machen. Er ist gleich da vorne. Sieh dich hier um. Ich meine also bitte. Würde es sie umbringen, hier ein paar Teppiche auszulegen und dieser ganze vergeudete Platz? Wir haben diese zwei alten Heinis das hingekriegt. Ach, das ist einfach. In Folge 27 wurde die Heldenhöhle von den grabenden Bermuda-Monstern überfallen und die... Schon gut. Ja, dann soll er nicht danach fragen, wenn er die Antwort nicht hören möchte. Hier brauchen wir Patrick, aber wir haben noch keine Bushaltestelle in der Nähe. Aber eventuell mit der Transportkiste können wir dann nachher noch zu Patrick wechseln und... Hui! Können dann den ganzen Spaß mal noch ausprobieren. Okay, das sieht schwierig aus, ist es aber eigentlich nicht. Gehen wir links oder gehen wir rechts? Was machen wir zuerst? Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier nach links und gucken mal, was uns da alles Schönes erwartet. Geschenke öffnen ist klasse. Nein, geh weg. Das. Ja, dem Thaddäus, den gefällt es hier nicht. Der ist wieder der luxuriöse Designer Thaddäus und möchte hier Teppiche und... Geht's in gar keine Richtung? Nö. Jetzt ging's. Muss man nicht verstehen, aber na gut. Bringt's mir denn irgendwas? Achso, wir kommen dann hier hoch. Alles klar. Schlüpfer brauchen wir nicht. Schlüpfer sind... Jetzt hätten wir fast eine gebraucht. Ach schade, den treffe ich ja damit nicht. Aber so, mit dem Move ist alles gut. Linker Wandsprung aktiviert. Bitte was? Okay, schaffen wir das? Wow, war das knapp. Das war gar nicht mal so schön. Bin mir nicht sicher, ob das so gedacht war. Ist das hier gemeint mit linker Wandsprung? Hä? Ach, und wir müssen jetzt hier noch einen rechten Wandsprung. Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ja, bloß kommen wir hier nicht mehr wirklich zurück. Habe ich das Gefühl. Wir können zwar die gute Sandy nehmen, aber auch die schafft es ja nicht bis darüber. Oh, oh, ich glaube fast, das war vom Spiel nicht so gedacht, dass wir hier schon rüberspringen sollen.
Die Tickies bringen uns ja gar nichts, hier auch nicht. Hochkommen tun wir tatsächlich bloß, wenn wir hier den rechten Wandsprung noch aktivieren. Eine Neune! Ich glaube nicht, dass wir das von hier mit Sandy schaffen. Wir springen einfach mal runter, egal. Mal gucken, wo uns das Spiel wieder rauslässt. Nein, es lässt uns hier wieder raus. Verdammt. Na gut, dann können wir tatsächlich bloß mal wechseln. Ich hoffe mal, dass er uns auch Sandy gibt und nicht nur Patrick. Das macht das Spiel ja von alleine, da haben wir ja keinen Einfluss drauf. Und ich glaube fast, dass wir nur Patrick gebrauchen können. Oder dass es uns Patrick gibt, weil wir den ja vorne gebrauchen konnten. Ja, na super. Also entweder übersehe ich was oder wir haben ein Problem. Ach, Patrick kann nicht mal den Wandsprung. Und das ist ja noch schöner. Ach, wir hätten bestimmt da rüber gehen sollen und dann da hoch. Ah, das kann ja nicht Sinn und Zweck des Spiels sein, dass wir jetzt hier feststecken. Dann wechseln wir nochmal zu dem guten Sponge und wir gucken mal. Hoffentlich gibt es noch eine Lösung, ansonsten haben wir ein ganz schönes Problem. Hier kommen wir nicht hoch. Hier geht's nirgendwo lang. Nö. Das ist ja Weltklasse. Was machen wir denn jetzt? Das heißt, wenn ich mich hier anschleiche und mich dann oben drauf stelle, bringt doch alles nichts. Oh, ich glaube, wir haben uns festgespielt. Ich kann, wenn dann, höchstwahrscheinlich bloß noch einen alten Spielstand laden und den ganzen Spaß hier nochmal von vorne machen. Natürlich ein bisschen doof, dass das geklappt hat, hier rüber zu springen. Hallöchen und willkommen zurück. Ich habe jetzt nochmal den letzten automatisch gespeicherten Spielstand geladen und das Spiel hat uns hier rausgeworfen. Wir waren zwar noch gar nicht hier, sondern lediglich auf der Plattform und sind ja da links gelaufen, aber anscheinend war das alles nicht so gedacht, wie wir das gemacht haben. Wir laufen jetzt erstmal hier weiter. Hier sitzt nämlich der gute Meerjungfraumann. Und guck mal, was er zu sagen hat. Du bist mein Held. Hey, du bist gelb. Seit wann das denn? Ja, eigentlich schon immer. 2300 glänzende Objekte. Okay, wir brauchen wieder Patrick. Dann nehmen wir den mal hier vorne an der Bushaltestelle. Schön, dass wir ihn mal wieder spielen können. Hatten ja in letzter Zeit fast nur Sandy und den guten SpongeBob. Ich hätte es mir auch gewünscht, mal Thaddäus zu spielen. Ich habe einen Job für jemanden, der Sachen werfen kann. Ach, das bietet er mir nicht an, wenn ich SpongeBob bin. Schweinerei. Überlass das nur uns. Ich kann gut Sachen werfen. Ihr müsst lediglich je eine Wurffrucht aufnehmen und in die verschiedenen Apfelmaschinen werfen. Die Fruchtwürfe früchten? Nein, die Wurffrucht werfen. Den Früchtwurf würfen? Und am besten beeilt ihr euch, denn ich neige dazu, hochzugehen. Ich meine, sie neigen dazu, hochzugehen. Ach schön, wenn ein verwirrter alter Mann mit einem dummen Seestern spricht, kann nur witzige Sachen bei rauskommen. Gut, wir brauchen eine Wurffrucht, die nehmen wir. Wir hatten ja das hier, so hat das gemacht. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal diesen. Wow. Hey, dich kenne ich doch. Du bist doch dieser Typ. Wir werden viel mehr Energie brauchen, um den hydroakustischen Doppler-Modulator zu aktivieren. Patrick guckt in eine ganz andere Richtung. Kriegst du das hin? Ich kann von hier oben Thaddäus' Haus sehen. Und der hat gar keine Hose an. Halt, er trägt ja nie Hosen. Jetzt hör zu. Dort sind 8 Zylinder. Wenn du etwas gegen einen Zylinder wirfst, dreht er sich zur Stromseite um. Hast du alle 8 Zylinder zur Stromseite gedreht, gebe ich dir eine Belohnung. Entschuldigung, wie war das? Ich habe Thaddäus beobachtet. Fang einfach an, diese Zylinder umzudrehen. Ach, wunderschön. Patrick, hör doch mal zu. Es geht hier um Leben und Tod. Juhu, los geht's! Das sieht mir nach einer sehr einseitigen Aufgabe aus. Aber naja. Ist die nicht irgendwann kaputt gegangen, die Melone? Ja, ich wollte schon sagen. Naja, 4 Stück haben wir geschafft mit einmal, 8 Stück waren es. Also müssten wir es ja gleich wieder hinkriegen. Das jetzt mit dieser Melone hier noch zu vollenden. Ja, nein, nein, nicht wegfliegen. Schnell, schnell, wirf. Das war knapp. Tada, wir haben es. Alles klar, dann gehen wir zurück zur Blaubarschbube.
kitzeln ihm kurz etwas an seiner Nase und dann... Belohnung. Ah, gut gemacht. Jetzt haben wir genug Energie. Wofür brauchst du die ganze Energie denn? Na, für mein Fußbad natürlich. Hier, nimm diesen goldenen Pfandbänder. Vielen lieben Dank. Oh, Junge, Junge, Junge! Der freut sich wenigstens noch richtig, wenn wir einen kriegen. Mehr Emotionen als bei SpongeBob, würde ich sagen. Ach, jetzt wollte ich gerade Blasenbowling machen. Geht ja gar nicht. Muss Knopf drücken. Kann nicht aufhören. Weiß nicht genau, was der Knopf gerade gebracht hat, aber wir rutschen erstmal. Oh nein. Ah, Donner. Donner-Tiki, noch ein Donner-Tiki. Verdammt. Das war eher semi-optimal. Mist, wir müssen nochmal da hoch. Ich glaube, wir mussten die Stinkesocke dadurch kriegen. Jetzt lasst mich mal kurz überlegen. Hier drüben mussten wir lang. Okay, wir rutschen nochmal. Pardon, habe ich nicht so schnell gesehen, dass wir da nochmal hochspringen sollen. Aber wir müssen ja auch das hier noch erledigen. Naja, wir machen nochmal schnell das. Brauchen wir eine Schlüpfer? Schlüpfer geht immer. Let's rutsch. So, sind die Donner-Tickies jetzt weg? Der eine hier unten steht noch, aber... Nee, ich glaube, das ist so nicht vorhergesehen. Zumindest... Uch. Ich bin zu doof, jetzt habe ich auf das Ding da oben geachtet. Nee, also ich glaube, so ist es wirklich nicht vorhergesehen. Oder wir müssen es nochmal mit SpongeBob machen. Aber Patrick springt halt. Ich glaube, der springt halt generell ein bisschen kürzer als der gute SpongeBob. Naja, probieren wir später nochmal aus. Lasst uns erstmal hier die guten Dinger abwerfen. Oh, ey. Ja, ey, davon war nicht die Rede. Nein, wir haben bloß noch eine Schlüpfer. Dann machen wir das hier. Erinnert mich ein bisschen damals an. Oh, oh. Was war denn das? Shit. War das Tabaluga? Wo die sich das vorher merken mussten und dann darüber laufen? Ich glaube. Ah, wie lange das alles schon wieder her ist. Hey, wir haben noch eine Chance zu rutschen. Das ist aber nett. Nein. Oh, ja, super. Was ist hier los? Okay, nicht unbedingt meine Bestleistung. Meine Doktorbestleistung war das nicht. Na gut, wir machen das hier nochmal. Das hat ganz schön Konzentration gebraucht. War eigentlich gar nicht so schwer. Komm, explodier. Würde ganz dran vorbeilaufen, ohne eine Schlüpfer zu verlieren. Okay, haben wir Nummer 1. Ey, fang da nicht wieder an. Was ist hier? Müssen wir einfach nur... Patrick. Jawohl. Hatte ganz vergessen, dass wir mit so einer Melone ja gar nicht springen können, deswegen war das alles gar nicht mal so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. So, komm, explodier. Lass eine neue wachsen. Dann müssen wir jetzt nochmal gucken, wie wir das am dümmsten mit dem Ding machen. Macht das immer rechts und dann links oder immer rechts? So, okay. So ging's. Läuft das jetzt weiter? Nö. So, Meerjungfrau Mann. Ihr habt es geschafft! Jetzt kann ich etwas schlafen. Bitteschön. Alles erledigt, noch ein goldener Pfannenwender. Das läuft wie am Schnürchen hier. Ich freue mich sehr. Wir wechseln jetzt nochmal ganz kurz zum SpongeBob. Ach nee, mit SpongeBob kommen wir ja gar nicht da hoch. Das heißt, es kann ja eigentlich nur mit Patrick klappen. Ich mache noch einen Versuch. Tja, wie komme ich jetzt an etwas Badesalz? Das weiß ich auch nicht. Ja. Einsam, so ganz alleine? Jetzt hat's geklappt. Man musste direkt über die Mitte abspringen. Also dieser Donner-Tiki musste weg sein ansonsten. Also der hat gerade viel mehr Schub gehabt. Habt ihr ja selber gesehen. Okay, auch erledigt. Dann brauchen wir, glaube ich, wieder SpongeBob. Ich würde zumindest ganz gerne mal diesen Schalter dort aktivieren. Wir wechseln nochmal eben und dann gucken wir mal, dass wir diesmal da oben ordentlich langkommen, ohne uns wieder festzubacken. Das war nämlich gar nicht mal so schön. Ich hatte Glück, dass der Spielstand hier da war.
dass das automatisch gespeichert wurde. Beziehungsweise, dass es etwas weiter vorne automatisch gespeichert wurde, weil hätte der da hinten gespeichert, hätte man ein Problem gehabt. Ich habe zwar drei Spielstände insgesamt, weil ich immer mal verschieden speichere, genau für solche Fälle. Aber die wären dann schon wieder ein ganz paar Folgen zurück gewesen und es macht ehrlich gesagt nicht viel Spaß, dann alles nochmal zu spielen. Das habe ich mit anderen Spielen und Let's Plays nämlich schon durch, dass ich dann angefangen habe, das halbe Spiel nochmal spielen zu müssen. Das ist immer etwas unschön. Aber so ein Let's Play abbrechen, das möchte ich auch immer nicht. Aber naja, alles nochmal gut gegangen. Wir machen nicht mehr solche Experimente, ob wir es schaffen, irgendwo rüber zu springen. Wir sollten nämlich höchstwahrscheinlich erstmal hier hin. Oh, da haben wir wieder so einen Cowboy. Komm her, zack. Ah nein, fliegt er wieder weg? Ja, ne? Wo fliegt er hin? Da fliegt er hin. Na gut, er ist ja gar nicht weit weg. So, wir können es natürlich auch probieren, die Hunde auf ihn zu werfen. Komm mal her, Hundi. Ah, ich glaube, so ist das eher gedacht. Hey. Die dummen Steine. Alle Neune. Das sind wahrscheinlich bloß die Reste von dem Cowboy gerade. Die machen uns das Leben schwer. Hä? Hallo? Aber wie sollen wir es denn sonst machen? Komm, haut ran. Tja, also darüber springen machen wir auf jeden Fall nicht nochmal. Jetzt ist die Frage, also bei dem da vorne hat es ja vorhin auch schon so ein bisschen, musste ich so wie schräg von der Seite hier dran werfen, da hat es dann funktioniert, aber von der Seite nicht. Von der Seite anscheinend auch nicht. Also entweder ist die Höhle hier generell etwas buggy oder ich stelle mich schon wieder zu dumm an, aber ich habe eher das Gefühl, dass es das erste ist, was ich gerade erwähnte. Das nervt mich etwas. Es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen. Jetzt. Also das muss mal jemand verstehen. Zum Glück habe ich nicht aufgegeben. Dann ist ja soweit erstmal alles gut. Okay, den bringen wir hier noch schnell um. Mein Freund. Komm. Jetzt haben wir ihn. Und dann gucken wir mal. Macht das jetzt die rechte Wand? Ja. Jetzt haben wir es. Okay, jetzt dürfen wir auch rüberspringen. Also da hätte man eventuell so eine Transportkiste hinstellen können. Für den Fall der Fälle, dass Menschen schon oder Leute... Ach, hier war so ein Band. Ach, bin ich dumm. Das vorhin schon da? Ich habe das nicht gesehen. Lasst uns mal darüber springen. Sieht man das? Das hätte ich doch gesehen. Ich glaube, das Band ist erst gekommen mit diesem Schalter, den wir oben mit Patrick gedrückt haben, oder? Also das hätte ich doch gesehen, das Band. Das muss ich mir dann in der Aufnahme nochmal... Nein, warum sind wir jetzt gestorben? Lass mich wieder rüber. Okay, aber wir müssen es nicht nochmal machen. Ja, nein, also ich glaube, das Band hätte ich auf jeden Fall gesehen. Gucke ich mir dann nachher in der Aufnahme nochmal an. Aber war wahrscheinlich einfach nicht gedacht, dass man zuerst hier rüberläuft. Na gut, war doch trotzdem eine ganz witzige Aufnahme. Zum Glück hat alles noch geklappt und wir haben uns den Spielstand nicht versaut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen 19:30 Uhr wieder. Bis dahin, macht's gut.